Willkommen beim Bienenstand Born. Wie bei Kirschhütte gerade eben, mache ich den Smoker nur auf Verdacht an. Den werde ich nicht einfach standardmäßig reinpusten in ein Bienenvolk, sondern nur benutzen, wenn die Bienen mir entgegenkommen und ich sie nicht mehr mit der Hand lenken kann. Dann müssen wir dem Raucher nachhelfen. Wie gesagt, in der Überwinterungsphase brauche ich den Smoker eigentlich gar nicht, aber naja, bei uns in Baden-Württemberg ist wieder der Frühling ausgebrochen. Das ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt 12 Grad hier unten in Durlach-Aue. Die Bienen sind alle im Reinigungsflug. Verrückt. Wir fangen wieder chronologisch an mit Volk 1 in der Reihe. Okay, hier sehe ich schon, ich muss reinrauchen, die werden nervös. Dem Volk vertraue ich absolut, gibt es nichts zu tun. Rabin, ihr müsst doch schon aus der Lücke gehen. Pipes drin. Ja, auch nicht der Rede wert, was die Leichen angeht. Auch ausgezeichnet. Gleiche dazu. Perfekt. Und so. Die zwei Sägeberger. Okay, wow. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Da sind doch ganz viele Leichen drin. Das gucke ich mir jetzt gleich mal von der Mitte an. Wenn ich schon unten bin, machen wir hier gleich weiter. Hier ist gar keine Leiche. Da muss ich nichts tun. Hier will ich gucken. Nicht, dass wir die Mindestgröße unterschritten haben. Also, das ist noch okay, das Volk. Hat halt sehr viel Leichen verloren, aber es sieht total lebendig aus.
hier mit den Bienen immer besonders Acht geben, dass wir die jetzt nicht drücken aus Versehen. Die müssen halt aus der Lücke hier schnell raus. Nicht rein, sondern raus. Hopp, Mädels. Und wenn alles frei ist, dann halt schnell zumachen. Na? Hopp, ihr zwei auch noch. Biene, hopp. Okay, und schnell zu. Jawohl. Hat nicht geknirscht, heißt, ich habe keine Biene erwischt. Perfektes Bienenvolk. Klappe zu. Und wir kommen zum letzten Volk in der Reihe. Das ist das hier. Sollte ein Modell sein, wo ich eigentlich das Gitter ziehen kann. Ja, funktioniert auch. Cool. Dann machen wir das doch gleich. Wow, also hier richtig viel Milben drauf. Aber wie gesagt, interessiert mich nicht, weil es ist ja der Milbentotenfall durch die Oxalsäurebehandlung gewesen. Voila, perfektes Volk, gibt's nichts zu tun. Und wieder zu. Also ich habe jetzt schon zwei Bienenstände hinter mir. Und habe hier gar keinen Verlust. Jedes Bienenvolk, wo ihr bis jetzt gesehen habt, wird den Winter überleben. Und im nächsten Frühling, also bald, wieder fliegen. Schön. Dann ab zum nächsten Bienenstand.